Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Tarifparteien in der Metall- und Elektroindustrie haben sich heute auf eine überbetriebliche Altersversorgung für die Beschäftigten geeinigt. Sie unterzeichneten in Köln den Vertrag für die Gründung eines Versorgungswerkes, das bis Anfang 2002 stehen soll. Vereinbart wurde außerdem ein Tarifvertrag über die Umwandlung von vermögenswirksamen Leistungen und Sonderzahlungen in Beiträge zur Altersvorsorge. Das Bundesarbeitsministerium begrüßte die Regelung als Meilenstein. Mit diesen Unterschriften wird eine Vereinbarung besiegelt, die bislang einmalig in der Bundesrepublik ist. Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter bieten gemeinsam ein Versorgungswerk für ihre Beschäftigten an. Metaller können damit zusätzlich ihre Altersvorsorge sichern. Dafür musste auch der Tarifvertrag geöffnet werden. Mit beiden Verträgen betreten wir weitgehend Neuland. Beide Verträge stellen den Beginn einer weit in die Zukunft reichenden Entwicklung der zusätzlichen Altersvorsorge dar. Davon profitieren 3,5 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie. Sie können staatlich gefördert bis zu 4% ihres Gehalts in eine private Zusatzrente umwandeln. Mit dem Versorgungswerk wird jetzt auch den Beschäftigten in den Klein- und Mittelbetrieben eine eigene Altersversorgung angeboten. Pro Jahr könnten etwa 7 Milliarden Mark zusammenkommen. Deshalb kann das Versorgungswerk günstigere Angebote machen als private Zusatzversicherungen. Bei einem Jahreseinkommen von 50.000 Mark würde sich die monatliche Zusatzrente um 196 Mark erhöhen. Bei 70.000 Mark wären es 275 Mark. Es kann wirklich ziemlich maßgeschneidert auf die jeweilige betriebliche und auf die Arbeitnehmersituation eingegangen werden und in der gemeinsamen Einrichtung dann auch noch mit einem wirklich sehr geringen Aufwand und hervorragender und detaillierter Beratung. Das gemeinsame Versorgungswerk, es könnte Modellcharakter haben, auch für andere Branchen. Bundeskanzler Schröder hat dafür plädiert, die Proteste gegen die weltweite Wirtschaftsverflechtung ernst zu nehmen. Die wachsende Sorge vieler Menschen vor der Globalisierung dürfe die Regierenden nicht gleichgültig lassen, sagte der Kanzler auf einer Wirtschaftstagung in Berlin. Als Modell für eine gerechtere Globalisierung könne die Erweiterung der Europäischen Union dienen. Mit einem Besuch in Mazedonien will sich Bundesaußenminister Fischer über die Entwicklung des von der NATO unterstützten Friedensprozesses informieren. Zunächst traf Fischer heute die deutschen NATO-Soldaten im Feldlager Erebino bei Tetovo. Später will er in Skopje unter anderem mit dem EU-Sonderbeauftragten Leotard zusammenkommen. Mit dem Helikopter direkt zu den deutschen Soldaten. Außenminister Fischer informiert sich zum Stand der NATO-Mission aus deutscher Sicht. Bislang waren die Bundeswehrsoldaten vor allem mit sich und ihrer Sicherheit beschäftigt. In der zweiten Phase der Mission aber sollen sie beim Waffeneinsammeln mit dabei sein und fühlen sich dafür gut gerüstet. Der Truppenbesuch, protokollarisches Muss. Wichtiger aber sind Fischers Gespräche morgen mit Verantwortlichen der mazedonischen Regierung. Denn zur Stunde debattiert das mazedonische Parlament immer noch über das Friedensabkommen. Westliche Diplomaten geben sich daher zurzeit in Mazedonien die Klinke in die Hand. Machen Druck, damit das Parlament dem Friedensplan zustimmt und die zweite Runde des Waffeneinsammelns beginnen kann. Weder Druck wolle er ausüben, noch Geschenke mitbringen, so Fischer. Aber was auf dem Spiel steht, wird er wohl deutlich machen. Die Frage des Wegs nach Europa ist eine ganz entscheidende Frage. Den zu gehen, ich meine, die Mazedonien ist das erste Land, das ein Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen unterschrieben hat mit der Europäischen Union. Ich denke, das ist die entscheidende Perspektive. Die NATO demonstriert unterdessen gern die Erfolge ihrer Ernte. Auch wenn offiziell keiner über die Zeit nach dem 30-Tage-Mandat reden will, schon jetzt wird diskutiert, wie und unter welchem Namen die NATO im Anschluss bleiben kann. Denn zieht sie ab, droht ein Sicherheitsvakuum und damit neue, bewaffnete Konflikte. Die internationalen Vermittlungsbemühungen für den Nahen Osten haben heute einen Rückschlag erlitten. Bei einem Selbstmordanschlag im Stadtzentrum von Jerusalem kam der Attentäter ums Leben. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich in den Morgenstunden nahe einer Schule. Passanten waren auf den als orthodoxen Juden verkleideten Attentäter aufmerksam geworden. Als zwei Grenzsoldaten seine Identität überprüfen wollten, sprengte sich der Mann in die Luft. Dabei wurde ein Soldat schwer verletzt.
Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand. Ein israelischer Regierungssprecher machte die palästinensische Autonomiebehörde für den Anschlag verantwortlich. Russland will zur Lösung des Nahostkonflikts einen stärkeren Beitrag leisten. Bei einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Sharon im Kreml verwies Präsident Putin auf die traditionell guten Beziehungen zu den arabischen Staaten. Als Weg zu Frieden empfahl Putin, den Mitchell-Plan umzusetzen. Er sieht unter anderem den Baustopp jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten vor, sowie die Einstellung palästinensischer Gewalttaten. Auf einer Krisensitzung bei Staatspräsident Kwasniewski hat die polnische Regierung heute über das hohe Haushaltsdefizit beraten. Nach jüngsten Schätzungen belaufen sich die Staatsschulden auf umgerechnet mindestens 20 Milliarden Mark. Sparvorschläge sind derzeit wenig populär, weil in Polen in 3 Wochen gewählt wird. Nach der Sitzung, geleitet vom polnischen Präsidenten, verkündete vor einer Stunde Premier Buzek, dass man auch heute keine Lösung aus der sich zuspitzenden Haushaltskrise vorlegen könne. Eine überparteiliche Anstrengung sei nötig. Damit verschiebt sich das Problem auf die neue Regierung nach den Wahlen. Erst in der letzten Woche hatte Premier Buzek seinen Finanzminister entlassen. Die offizielle Begründung, er habe die Regierung über das Budgetdefizit zu spät informiert. In der polnischen Öffentlichkeit stieß diese Entlassung auf Unverständnis. Schließlich war das Haushaltsloch seit Monaten bekannt. Der Finanzminister hatte zur Lösung radikale Sparmaßnahmen bei den öffentlichen Ausgaben vorgeschlagen. Zu unpopulär im Wahlkampf, deshalb musste er gehen, sagt die Opposition, die das Problem nun wohl bald lösen muss. Wir werden nicht umhin kommen, ein ganzes Bündel dramatischer Kürzungen vorzunehmen. Das Einfrieren der Renten kann nur ein erster Schritt sein. Denn anderenfalls, fürchten viele, würde der EU-Beitritt deutlich erschwert. Unterhändler Kuakowski schließt vorerst zwar direkte Auswirkungen aus, aber man kann nicht unter den Tisch kehren, dass diese Situation die Verhandlungen in Brüssel erschweren wird. Ein heikles Thema, zu dem hier zurzeit, 3 Wochen vor den Parlamentswahlen, keiner konkreter werden will. Gegen die 8 ausländischen Mitarbeiter der Hilfsorganisation Shelter Now wird seit heute vor einem islamischen Gericht in Kabul verhandelt. Den Ausländern, unter ihnen 4 Deutsche, wird christliche Missionierung vorgeworfen. Sie waren vor einem Monat zusammen mit 16 afghanischen Mitarbeitern festgenommen worden. Hinter diesen Mauern des obersten afghanischen Gerichts begann heute in Kabul der Prozess gegen die 8 ausländischen Angeklagten. Die beschuldigten Mitarbeiter von Shelter Now waren aber nicht anwesend, auch die Öffentlichkeit war nicht zugelassen. Enttäuscht über diese Haltung der Taliban, die einen offenen und fairen Prozess angekündigt hatten, zeigte sich auch der deutsche Diplomat Helmut Landes. Leider haben wir trotz intensiver Nachfrage bis zur Stunde von Seiten der Taliban noch nicht erfahren, was die exakten Punkte der Anklage sind, auf welcher Rechtsgrundlage das Verfahren stattfinden wird und ob den Angeklagten auch ein angemessener Rechtsbeistand gewährt werden wird. Wir werden uns weiterhin darum bemühen, Klarheit in diesen Punkten zu gewinnen, um auch in angemessener Weise den Angeklagten konsularischen Beistand leisten zu können. Journalisten waren gestern noch ausdrücklich eingeladen worden, den Prozess in Kabul zu verfolgen. Doch heute hieß es plötzlich, diese Zusage gelte nicht mehr. Der Prozess finde hinter verschlossenen Türen statt. Die Hardliner innerhalb der Taliban-Regierung haben sich scheinbar durchgesetzt. Heute waren harsche Töne zu hören. Die Angeklagten hätten nicht nur ein Verbrechen gegen Afghanistan, sondern gegen die gesamte islamische Welt verübt. Offenbar will man ein Exempel statuieren und ganz hart durchgreifen, nicht nur gegen die afghanischen, sondern auch gegen die ausländischen Nothelfer. Der amerikanische Computerkonzern Hewlett-Packard will seinen bisherigen Konkurrenten Compaq übernehmen. Beide Unternehmen sind von der Krise in der Technologiebranche betroffen und erhoffen sich von einem Zusammenschluss Einsparungen in Milliardenhöhe. An dem neuen Unternehmen wird Hewlett-Packard 64% halten und Compaq 36%. Ihr Stuhl wackelte schon, doch seit heute sitzt sie wieder auf dem Thron. In einem Überraschungscoup hat Carly Fiorina, die Chefin von Hewlett-Packard, den Konkurrenten Compaq für 25 Milliarden Dollar gekauft. Den Medien versichert sie, der Zusammenschluss bringe jährlich 2 Milliarden Dollar Ersparnis. Der Kauf ist sinnvoll in guten wie in schlechten Zeiten, besonders aber jetzt in einer harten Zeit für die Technologieindustrie. Wir werden deutlich wettbewerbsfähiger. Und wer das nicht glauben will, wird sehen.
Der neue Konzern stößt an die Weltspitze vor. Hewlett-Packard bringt Umsätze ein von 47 Milliarden Dollar und Compaq von jährlich 40 Milliarden. Das macht zusammen 87 und damit fast so viel, wie Marktführer IBM hat. Den Firmennamen Compaq wird es künftig nicht mehr geben. Der Compaq-Vorstandschef wird als Präsident des fusionierten Unternehmens abgefunden. Wir werden Personalsynergien von 15.000 Beschäftigten haben, bei 150.000 insgesamt. Die Börse hat auf den Zusammenschluss eher skeptisch reagiert. Hewlett-Packard-Aktien verlieren im Augenblick deutlich über 10% und auch Compaq ist im Minus. Die Nachfolge des VW-Vorstandsvorsitzenden Piëch scheint geklärt. Der frühere BMW-Chef Pischetsrieder soll entgegen früheren Planungen bereits am Freitag vom Aufsichtsrat zum ersten Mann bei VW gekürt werden. Dafür sprachen sich heute der niedersächsische Regierungschef Gabriel und Konzernbetriebsratschef Volkert aus, beide Mitglieder im Aufsichtsrat. Damit sollten Spekulationen über die Piëch-Nachfolge beendet werden. Der Bundesgerichtshof hat heute das Urteil gegen den umstrittenen Hamburger Amtsrichter Schill aufgehoben. Die Richter in Leipzig entschieden, dass der Fall nun von einer anderen Kammer des Hamburger Landgerichts neu aufgerollt werden muss. Der 42-jährige Parteigründer war im Oktober vergangenen Jahres wegen Rechtsbeugung verurteilt worden. Pünktlich und zuversichtlich kam er heute Morgen in den Gerichtssaal. Der Hamburger Richter Ronald Schill, wegen harter Urteile in der Boulevardpresse Richter gnadenlos genannt. Doch der erhoffte Freispruch vom Vorwurf der Rechtsbeugung, den gab es heute nicht. Trotzdem: Das ist ein bedeutender Teilerfolg, der eindeutig ausweist, dass dieses Urteil gegen mich so hätte nicht ergehen dürfen und ich zu Unrecht bemagelt worden bin als sogenannter Rechtsbeuger. Der Fall: Im Mai 1999 führte Schill eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Hamburg in Sachen autonome Szene. Als zwei Zuhörer störten, ließ er sie abführen, verhängte eine Ordnungshaft. Auf die sofortige Beschwerde reagierte Schill erst zwei Tage später. Zu spät fand das Landgericht Hamburg und verurteilte ihn zu 12.000 Mark Geldstrafe. Begründung: Rechtsbeugung wegen verschleppter Weiterleitung der Beschwerden. Die Staatsanwaltschaft ging in Revision, forderte eine Bestrafung wegen Freiheitsberaubung. Auch Schill ging in die nächste Instanz, wollte Freispruch, weil, so die Verteidiger in den Plädoyers heute noch einmal, eine bloße Verzögerung kein schwerer Rechtsbruch sei. Auch die Bundesanwaltschaft hatte diese Meinung vertreten. Dem folgten jetzt die Richter des BGH. Eine mutwillige Verzögerung der Haftbeschwerde liege nicht vor. Doch die Hamburger Staatsanwaltschaft will dafür in der neuen Verhandlung die Beweise bringen. Wir haben die hohe Messlatte, dass wir nachweisen müssen, dass im Inneren sich der Angeklagte gesagt hat: Ich will die Leute sitzen lassen. Bestätigt das neue Verfahren den Vorwurf der Rechtsbeugung, dann droht Schill auch eine Bestrafung wegen Freiheitsberaubung. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt jetzt wegen eines Anfangsverdachts gegen Verantwortliche des Pharmakonzerns Bayer. Vor 4 Wochen hatte Bayer den Cholesterinsenker Lipobay vom Markt genommen. Weltweit werden mehr als 50 Todesfälle mit dem Medikament in Zusammenhang gebracht. Die Staatsanwaltschaft möchte wissen, ob der Pharmakonzern rechtzeitig reagiert hat. Der Stuttgarter Arzt Gustav Rau hat dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF seine Kunstsammlung im Wert von rund 500 Millionen Mark geschenkt. Darunter befinden sich Werke von Fra Angelico, Bonnard und El Greco. Mit der Übergabe an die UNICEF endet ein jahrelanger Streit um das Vermögen raus. Nach einem Schlaganfall hatte es Versuche gegeben, den 79-Jährigen zu entmündigen. Ein Teil der Sammlung soll nun verkauft werden. Der Erlös ist für Kinder in Not bestimmt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 5. September. Zwischen dem Hoch, das weit draußen über dem Atlantik liegt, und dem Tief bei Finnland strömt feuchte, kühle Meeresluft nach Deutschland. Auch morgen bleiben die Temperaturen weitgehend unter 20 Grad. Unterstützt wird das Tief durch ein weiteres, das sich über Italien gebildet hat. Beide zusammen sorgen dafür, dass in der Nacht hauptsächlich am Alpenrand Regen fällt. Oberhalb von 1500 Metern fällt Schnee. Besonders hartnäckig regnet es nördlich und westlich der Mittelgebirge. Zwischen Rügen und dem Thüringer Wald lockern die Wolken auf. Auch in Sachsen fällt kaum Regen. Der Wind wird morgen schwach bis mäßig aus Nordwest. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 7 Grad im Chiemgau und 13 Grad auf Sylt. Am Tag dann 10 Grad in Oberammergau, 15 Grad in München, 19 in Frankfurt am Main und 20 Grad an der Elbe. Die Aussichten:
Der Donnerstag startet südlich des Mains mit Sonne, ansonsten mit vielen Wolken. Unbeständig geht die Woche dann weiter. An den Nord- und Ostseestränden nur 14 bis 16 Grad. In Süddeutschland bei etwas Sonnenschein Werte um die 20 Grad.